Rechte Randale, prügelnde Hooligans. Nach der Pegida-Demonstration in Köln waren die Schlagzeilen der Lügenpresse einheitlich. Doch Zweifel an dieser Darstellung gab es früh. So wollen Augenzeugen Provokateure gesehen haben, die sich teilweise mit Hilfe von Presseausweisen Zugang zur Demonstration verschafften. Dieses im Internet kursierende Video bringt Kölns Polizei nun in Erklärungsnotstand. Klar zu erkennen sind Personen, die mehr als nur eine Armlänge Abstand von der Demonstration halten. Hinter den Polizeiabsperrungen lassen sie Böller explodieren. Vor allem die Zeitlupe macht deutlich, dass es sich offenkundig nicht um Pegida-Demonstranten handelt. Nach den Böllerwürfen rennen die Unbekannten davon, völlig unbehelligt von den Sicherheitskräften. Nur Minuten später löst die Polizei die Demonstration auf. Was folgt, ist ungenierter Wasserwerfereinsatz und Schlagzeilen ganz im Sinne der Provokateure.